cakapan semelayu di sini. Aku tak pernah rasa apa-apa. Ragu kita ini aku cuma rasa. Bila ada diri lama aku pergi ke arah rasa sangat, sangat cinta. Pada tempat macam ni aku tak pernah, tak pernah rasa sungguh gembira. Aku tak pernah rasa ini hidup daripada lain-lain rasa. Kita makan rusa, kita makan kambing, ada ayam, ada chicken, itu banyak-banyak lain. Tapi kita tak pernah rasa dari lain dari tempat lain. Kita semua berasa irama di dalam hati kita. I just sang a song. Oh. Ja, was haben wir alles gemacht? Vielleicht um das nochmal jetzt hier, ich mache nochmal die PowerPoint-Präsentation ein, wo man so ein paar Fotos sieht von Aktionen, die wir so gemacht haben. Und würde ich vielleicht mal bitten, nochmal vielleicht zu reflektieren, was dir so einfällt zu den Aktionen, die wir so gemacht haben. Der Philipp hat euch einen sehr ausführlichen Eindruck verschafft in der Balance-Kampagne und auch im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, oder sag ich mal, inwieweit unser Verein sich oder inwieweit wir uns auch als Künstler oder eine Vereinstruktur für Umweltschutz einsetzen und was wir so alles machen. Und ich weiß nicht, vor 2 Jahren war ich zum Beispiel auch Teil davon, also ich bin eigentlich öfter Teil davon, aber vor 2 Jahren war es ganz konkret, da war eine Aktion Ende Gelände. Das ist in der Lausitz, das ist ein riesengroßes Braunkohleabbaugebiet und es gab da ein großes Protestcamp und Ziel des Protestcampes war, die Arbeiten bei der Braunkohleabbau so zu blockieren und zu stören, dass das anhängende Kraftwerk, die Schwarze Pumpe, die Stromproduktion einstellen muss bzw. runterfahren muss mit der Produktion. Also dann haben sich von der ganzen Welt und vor allem auch aus Europa haben sich ganz viele Aktivisten dort in einem Camp, ganz in der Nähe von diesem großen Abbaugebiet, dieses Braunkohleabbaugebiet, sieht aus wie eine Mondlandschaft, die sich jetzt auf einem anderen Planeten schlimm. Und da haben die sich getroffen, da haben die ein schönes Protestcamp gehabt und wir sind da, der Ralf, der Philipp, ich und der Mike sind da auch hingefahren und finde ich mal ganz gut. Wir haben jetzt nicht nur einfach, Protest ist ja auch wichtig, Aktivismus ist wichtig. Wir haben was im künstlerischen Aspekt sind wir da rangegangen, haben da versucht, eine Botschaft rüberzubringen in diesem Protestcamp, wo wie gesagt Aktivisten aus ganz Europa waren und auch weltweit, haben wir dann verschiedene Kunstaktionen in diesem Protestcamp durchgeführt. Einmal hatten wir diesen großen, schönen, dieses runde Gästebuch, diesen großen, schönen Ballon von der Schachzeichenaktion 2010 hatten wir zum Beispiel, hat der Philipp den aus Paris mitgebracht, wo sich ganz viele in Paris verewigt haben. Den haben wir im Zentrum dieses Protestcampes aufgeblasen und präsentiert, sodass alle Aktivisten ihn gesehen haben. Und das war eine schöne Aktion, das ist immer, toll, wenn der ganz aufgeblasen ist. Und auch die Kinder finden das immer ganz toll, vor so einem großen gelben Ball zu stehen und sich dort zu verewigen, mit den Fingern drauf rumzumalen. Und dann haben wir unter anderem noch auf dem großen Feld am Protestcamp, da war ein großes Feld, wo alle gezeltet haben, da haben wir eine große Installation gehabt, eine große Lichtinstallation und auch mit Fahnen dieses Schachzeichens haben wir eine große Installation gehabt. Und dann hat man auch beim offiziellen Trailer dieses Ende Gelände, dieser Aktion, auf ganz vielen YouTube-Videos, sieht man dann, da haben die mit Drohnen gefilmt und sind über dieses Protestcamp geflogen und man sieht ganz geil unsere riesengroße Installation, die wir da gemacht haben. Das war ein großes Kreuz mit flackernden Lichtern, glühenden Eiswürfeln und einer großen Fahne. Und das ist auch ganz, ganz schön in verschiedenen Videos dann eben auch zu sehen. Das fand ich persönlich auch ziemlich geil. Eine weitere Aktion war noch Snake Plissken. Die Klapperschlange, ne? Kennen wir alle, Snake Plissken, Film aus den 70er Jahren, aber wichtiger war zum Beispiel, dass wir eine Klapperschlange, also wir haben eine ganz geile Kunstaktion vorgehabt auf einem kleinen Teich in der Nähe,
mit für Sonnenschirme gibt es so große Plastikbehälter, da steckt man den Stab rein, da kommt der Sonnenschirm dran und die werden mit Wasser gefüllt, so Plastikbehälter. Ne? Und da haben wir von der haben wir wieder alte Ressourcen genutzt, haben von der Universität ganz viele mitgenommen. Von der Geburtstag der Uni da, von 50 Jahren. Genau, 50 Jahre. Der Ralf wollte eigentlich eine schwimmende Installation machen, aber das war ein Naturschutzgebiet und wir können ja schlecht uns für den Umweltschutz einsetzen und dann dort in irgendwelche Naturschutzgebiete so weit ausbreiten. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen euch mal zeigen, was Plastikmüll eigentlich so alles so anrichtet. Da haben wir die ganzen Behälter aneinander gekettet, dann ist eine 50 Meter lange Schlange entstanden und wir sind rappelnd und rasselnd durch das ganze Protestcamp gelaufen und haben die dann hinterher auf einem Haufen liegen lassen. Und dann konnte man auch sehen, okay, mit dem Plastikmüll werden wir nicht so einfach fertig. Also auch ein künstlerischer Aspekt, um zu zeigen, oder um die Leute zu sensibilisieren, über Umweltschutz erstmal nachzudenken, oder erstmal zu gucken, ja, was kann ich denn überhaupt machen? Also mir ist zum Beispiel, ich habe mir überlegt, was kann ich euch zum Beispiel mit auf den Weg geben, wenn ich heute euch was sage? Dann kann ich ja, okay, ich in meinem Freundeskreis und in meiner Familie, wenn mich was interessiert, dann rede ich darüber mit meinen Freunden, dann diskutieren wir darüber oder auch im Familienkreis. Das, was mich interessiert, da freue ich mich immer, wenn das meine Familie auch interessiert oder wenn das auch Freunde interessiert. Und das ist ein Thema Umweltschutz, dann finde ich das eben ganz wichtig, seine Freunde dafür zu sensibilisieren, mit den Freunden darüber zu reden, mit der Familie. Und dann eben ganz wichtig bei uns auch Vereinsstruktur ist unsere Aufgabe natürlich für die Vereinsmitglieder oder auch für den Freundeskreis des Vereines, auch dieses Thema reinzubringen und die Leute dafür zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Und ein Netzwerk zu schaffen, wo die Leute sich informieren können, okay, was passiert überhaupt? Wer setzt sich für den Umweltschutz ein? Was für verschiedene Aktionen gibt es? Wie komme ich da hin? Wart ihr schon da? Dann zeig doch mal deine Interviews und zeig mir mal deine Videos. Ich will davon teilhaben. Ne? Und wir sind ja eine Gemeinde irgendwie oder ein Netzwerk und dann zeig mir doch mal, was du so erlebt hast. Und das seht ihr ja hier. Und dann bringen wir eben viele Sachen mit und versuchen dann im Freundeskreis, im Familienkreis, in einem Netzwerk von Vereinsmitgliedern das zum Thema zu machen und die Leute dafür zu sensibilisieren. Denkt doch mal drüber nach. Ne? Das ist Ralf in Hamburg beim G20-Gipfel jetzt vor einem halben Jahr. Da sind wir auch gewesen, also ist natürlich auch eine wichtige Story. Hier der Spruch, den wir an die Wand im Westpark geschrieben haben, vielleicht habt ihr den mitbekommen. Das war sozusagen der Start unserer Mobilisierung in Bochum. Wir haben ja natürlich das eine oder andere, eine Kooperation mit RVR, Kiko Propaganda ist auch ein Künstler aus Essen, haben wir die Möglichkeit bekommen, diese große Stützmauer im Park des Westparks zu gestalten. Und dann standen dann da auch ein paar Stunden vor und haben uns Gedanken gemacht, während wir das Ding weiß gestrichen haben, was packen wir denn da drauf? Das ist halt auch immer so ein spielerisch-künstlerischer Prozess. Ne? Der währenddessen auch geschieht. Und irgendwann stand man da und dann sagt der Ralf so, Eltern haften für ihre Kinder. Das ist doch das Thema, weswegen wir da hinfahren. Das ist ja eigentlich die Geschichte für das Wohlergehen. Für das Wohlergehen, ne? Also diese Trägerschaft. Ne? Und dann haben wir es halt auf die Wand gehauen. Ne? Und sind halt jetzt ganz froh und auch während der Interviews, die wir gemacht haben in Bonn, ist halt auch immer wieder dieses Thema, also wenn man dann so ein bisschen sensibilisiert ist und diesen Spruch auch sucht, beziehungsweise wenn jemand den mit ganz anderen Worten formuliert und du sagst, Eltern haften für ihre Kinder, ja, genau das meinte ich. Und dann entstehen halt so Geschichten, die dann auch wirklich zu der Wand wieder passen. So, ne? Und es hängt darauf ab, wie man sich so sensibilisiert, ne? Nach welchen philosophischen Bildern man so sucht. Und dann entdeckt man die halt des Öfteren, wenn man halt auf die Suche geht und einen guten Spielgefährten hat, der ihn einen irgendwie auf die Reise schickt so, ne? Und das Interesse gestaltet. Und ihr seht ja hier diese fantastische Figur hier, die in unterschiedlichen Variationen auch auf den Fotos zu sehen war. Und diese Figur heißt Humu. Und das bedeutet übersetzt Buchstabenwurzel. Und wir sind auf diese Figur oder auf diese Kultur.
Struktur dahinter gestoßen. 2006, da haben wir eine größere Ausstellung organisiert zur Historie Quernbuchs, 1125 Jahre Quernbuch. Und sind dann auch in die Geschichte der Hochstadt und der Aktivisten, die in diese neu gegründete Hochstadt als eine wichtige Großsiedlung direkt an der ersten Universität der Bundesrepublik sozusagen gebaut worden ist, mit einem pädagogischen, mit einem zukunftsweisenden Konzept. Und die Aktivisten dort haben diesen UMO entwickelt, weil sie haben halt festgestellt, wir sind jetzt hier, hier ist die neue Zeit, hier ist die neue Architektur und wir lösen die Probleme der Vorzeit. Also wir kommen jetzt hier raus aus der Kriegssituation und wir kommen mit einer neuen Hoffnung in diese neue Lebenssituation rein. Und stellen aber natürlich auch fest, dass diese Problematik, die wir ja auch angesprochen haben, eben, wo es halt einfach um diese Einstellung geht, ne, auch um diese Möglichkeit, diese Distanz zwischen den, diese Distanz zwischen den Menschen, diese Vertrauensbasis, also einfach die Abwehrhaltung sozusagen. Ja, also diese Atmosphäre ist einfach schwer aufzubauen. Die haben wir bisher im großen Stil noch nicht erreicht. Das ist kein grundsätzliches Problem in der Buchstaben oder so. Aber diese Figur sollte halt einer irgendwo diese Haltung symbolisieren, diese Distanziertheit, die ja per se auch nicht nur schlecht ist. Also man kann ja nicht auf jeden Zug aufspringen. Und, ne? Also Distanz ist auch eine ganz wichtige Tugend. So, ne? Ich will die Distanziertheit und eine Coolness nicht irgendwie jetzt schlecht reden, aber dieser Humor, dem wurde halt ein Denkmal gesetzt, dieser Haltung. Und das wurde halt auf dem Hochstadtfest gemacht, in der Rotierhaus wurde so eine 2 Meter große Figur gemacht, die mit ihren Händen so stand, aus Pappmaché, und die wurde dann verbrannt. Und das wurde gefeiert. Und ja, dieser Neuanfang, also diese Möglichkeit, eine Haltung anzunehmen und die Haltung aufzulösen, dieses lockere Spielchen, beweglich zu bleiben. So. Und dann haben wir angeknüpft und haben dann 2006 für diese Ausstellung diesen Humo nachgebaut und seitdem immer wieder im Kontext von unterschiedlichen Aktionen den Humo wieder entstehen lassen. Und versucht aber auch eben nicht einfach nur den Humo zu bauen, sondern auch den Humo durch das Material, was wir nutzen, um diese Figur zu bauen, auch in den Kontext zu bringen. Also der aktuelle Humo ist zum Beispiel für 50 Jahre der Universität gebaut worden und ist prall gefüllt mit Plakaten und Flyern vom Alltag der Universität, von den Wänden gekratzt, und die haben wir dann da reingestopft. Also der ganze Humo ist beeinflusst, sage ich mal, von der Wand, von den Wandzeitungen des Campus, wenn man so will. Ne? Das heißt, ist der Humo beeinflussbar mit dem Informationsgefüge, was die Universität auf ihren Wänden, sage ich mal, so präsentiert. Ein anderer Humo, den haben wir mit Lokalzeitungen vollgestopft. Ne? Weil manchmal fragt man sich, warum kommt denn da keiner? Warum weiß denn keiner was davon? Warum kennt denn keiner die Geschichte und so? Ne? Dann kann man sagen, ja, also wenn die Geschichte nicht gut aufgearbeitet ist und nicht zugänglich ist und nicht Teil der schulischen Bildung ist, wie sollen die Leute die Geschichte des Ortes kennen? Ne? Also manchmal kann man Leuten auch eine Distanziertheit gar nicht vorwerfen, weil sie einfach gar keinen Zugang mehr zu haben. Ne? Da spielen Zeitungen und unsere Journalie halt auch eine große Rolle. Deswegen haben wir den Zeitungshumor gemacht, wenn man so will. Ne? Oder ein Literaturhumor. Wir haben da unterschiedliche Spielchen mitgetrieben und einen dieser Humus auch in seiner Statueform mit nach Paris gebracht. Und jetzt im Nachhinein, wenn wir so über diese Figur reflektieren, passt er eigentlich auch ganz gut in dieses Movement rein. Ne? Weil es geht bei diesem Movement ganz klar um diese Haltung. Wie weit öffne ich mich als Person in meiner spirituellen Ausrichtung, in meiner sozialen Ausrichtung und in meiner physischen, also in meinem Fußabdruck, in meinem Konsum für diese Themen. Inwieweit bleibe ich da in Ruhe, inwieweit passe ich meine Haltung an, beziehungsweise fühle mich bestärkt, gewisse Haltungen, gerne Auto fahren, Gas geben, das kann die Welt nicht kaputt machen. Also dass man sich da einfach auch wieder einen Ausgleich findet. Also das ist so. Es ist ja der Spaß, soll einem ja nicht genommen werden. Ne? Und somit hat sich diese Figur, die jetzt vor unserem direkten, sag ich mal, Klimaaktivismus von uns schon gestaltet worden ist, sich irgendwie in diese Kampagne so rein, ist sie da reingewachsen und spielt da drin für uns im Verständnis auch eine Rolle. Also kann somit
so beschrieben und als künstlerisches Statement, als Position genutzt werden. Und und das würde ich halt gerne auch nochmal als Überleitung nutzen, um halt eben nochmal eine andere Folie aufzurufen. Ulmer muss ich vielleicht noch ganz perfekt. Ach so, genau. Um das mit dem Humor abzuschließen. Der Klimawandel bzw. der Bauboom auch in Quernburg hat ja den ganzen Stadtteil extrem verändert. Und es gab halt auf der Quernburger Höhe, an der höchsten Stelle, direkt vor den Toren des Unicenters, eine der letzten alten Ulmen von Bochum. Und die ist jetzt vor 3 Jahren gestorben. Ein Jahr bevor die gestorben ist, wurde ein Altenheim 30 Meter davon errichtet. Ist halt die Frage, hat das mit dem Grundwasser zu tun, ja oder nein, weiß man nicht, keine Ahnung. Es kann auch dieser normale Käfer oder dieser Pilz sein, der viele Ulmen ja auch dahin gerafft hat. Und da haben wir halt mit der Stadt Bochum Kontakt aufgenommen und haben gesagt, dieser Baum, erstmal von seiner Besonderheit, ne, als Landmarke für Quernburg, steht an der idealen Stelle für eine Skulptur. Und wir haben dann in der Stadt das so hingekriegt, dass die halt die entsprechenden Großmaschinen besorgt haben, den für uns auf das Format geschnitten haben, wie wir es brauchten, plus das Holz dahin geliefert haben, wo wir es haben wollten, um es weiter zu verwerten, weiter damit zu arbeiten. Das ist dann beim Bauernhof, also Hof Bergmann, gelandet und bei 2 anderen Gruppen, die damit was machen wollten. Und dann haben wir im Team mit Christoph, mit Ralf, mit Oskar und Elmar, also ein buntes Team aus Leuten rund um Quernburg, an dieser Figur gearbeitet, hatten auch einen Meister seiner Klasse dabei, also einen professionellen Holzbildhauer, der in diese Formate auch sich mit auskennt. Und somit ist halt dieser Humu dann eben als Landmarke jetzt in Quernburg zu finden, auch halt mit diesem Arm, weil der hat halt an der richtigen Stelle, es kam dieser Ast halt auch, also müsst ihr euch mal anschauen, Quernburger Höhe, direkt an der Ecke Sumperkamp, findet ihr diese Figur, nur halt in 4 Meter groß und ausdrucksstark und sonnengebleicht. Kann ich auch noch erzählen, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, von mir, den ich auch mitbringe aus Bonn, von unterschiedlichen Leuten aus der ganzen Welt, die gesagt haben, CO2, wenn ihr über CO2 redet, wenn ihr CO2 verringern wollt, dann könnt ihr mit Geoengineering und Industrie und so weiter, könnt ihr viel machen und könnt auch wieder viel Geld damit verdienen, aber wenn ihr es wirklich ernst meint, dann müssen wir anfangen, Bäume zu pflanzen und aufhören, Bäume abzuschneiden. Und ein Baum, den ich gepflanzt habe, ist jetzt auch schon vielleicht 7, 8 Jahre her, ist halt auch ein Ableger von dieser Ulme. Also das ist jetzt, ne, also von der Ulme, die jetzt da in Quernburg steht. Da bin ich nämlich eines Tages vorbeispaziert und der hat ja immer dann, die Ulmen haben ja solche Pfennigstücke, große Samenplättchen, die so durch die Welt fliegen. Und da habe ich dann auch einen von diesen Samen so geschnappt, habe ihn in die Erde gesetzt. Und jetzt steht er auf der Wiese am Hof Bergmann und ist schon 3 Meter groß. Aber das wird bestimmt nicht der letzte, also das ist nicht, ich habe seitdem noch ein paar andere Bäume gepflanzt, aber das hat mich doch schon sehr überzeugt, was ich da jetzt auch mitbekommen habe in Bonn, dass das Bäumepflanzen als Konzept, also als Praxis und auch als alles, was es mit sich bringt, eine ganz entscheidende Tätigkeit und Haltung, also überhaupt die Zeit, ne, wie man dadurch reift. Und das nochmal als Anekdote zu der ganzen Geschichte.